Hallihallo Löhle, zurück zu Final Fantasy VII Remake. Weiter geht's. Jetzt gehen wir erstmal zum Waffenhändler. Der soll seine Meinung geändert Haben haben wir es uns schon gehört? gegenüber. Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Ja, sind sie wieder sicher. Das ist ein bisschen komisch. Dass er erst dunkel ist und langsam hell wird. Hereinspaziert und Bisschen umgeschaut, Alter. komisch, aber egal. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben? Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Jetzt zeig mal, was hast du noch? Eisenreif, brauchen wir nicht. Sternreif. Bisschen zu teuer. Kann man nicht kaufen. Ja, auch noch alles ist zu teuer. Ist nicht wichtig. Kraftreif, Stärke 5%, Vitalität, Magiewert, Willenskraft um 5% der Seelenohrring. Lebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das war jetzt zerbricht dabei. Habe ich noch wirklich nie gebraucht. Da kann man alles anzeigen lassen. Kann man was verkaufen? Nee, ne? Heiltrink können wir ein paar verkaufen. Granaten haben wir auch noch nie gebraucht. Ach, verkaufen wir ein paar. Nee, nochmal 31. Anschlicken. So. Jetzt können wir uns den einen Reif da kaufen. Sternreif. Den kaufen wir jetzt. Zack. Komm Arrivederci. halt Ciao, wieder! ciao. Ja, neue Waffe Jetzt bist du erhalten. perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. So, Moment tiefer. Kurz ausrüsten. Panzerschwert, Eisenklinge. Hat auch ein Materiaplatz mehr. Ja, alles übernehmen. Das heißt, übernimmt die Materia von dem Schwert davor, von der Waffe davor. Wird alles übernommen, in selben Plätzen, wie man sehen kann. Ist sehr praktisch. Eisenreif, haben wir einen Sternreif. Haben wir jetzt zwei Plätze mehr. Schön, da haben wir nur Vita. Jetzt muss ich überlegen. Ist ja nicht egal. Dann nehmen wir Glut. Und da nehmen wir einmal Frost. So. Kann auch da die Materie in der Waffe sehen, wie man sieht. Manchmal bei manchen Reifen kann man das auch an Reif sehen. Bei Tifa kann man eigentlich auch sehen, glaube ich, da oben. Ne? Wie war das? Weiß ich nicht mehr. Man kann auf alle Fälle die Materie bei den Chars sehen, welche Farben die haben und wo die sind. Ist nur ein kleines Gimmick. Finde ich nicht schlecht. Finde ich gut, sowas. Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet hat? Haben wir ein neues Schwert. Da ist er. Hey, Weimar, alte Socke. Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud, der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Aufträge, ja, weiß Kandidat ich. ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chatley.
Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Das ist eines der Dinge, die mir nicht so sehr gefallen. Man bekommt regelmäßig Kampfberichte, neue immer von ihm, was man Neues machen muss. Was zum Beispiel bestimmte Anzahl von Gegnern mit Analyse analysieren zum Beispiel. Der Kampfbericht fertig, zurückging, kann man neue Materie von ihm kaufen. Naja, also mir gefällt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind auch ganzen Herz sehr viele Kampfberichte für uns, sehr viele. So, dann wollen wir sofort, bevor ich mich wieder vergesse, dass ich bei meinem privaten Stand nämlich vergessen gehabt, es ihm direkt auszurüsten. Da, Analyse. Weil das kommt nämlich noch öfters vor, dass wir analysieren müssen. Bestimmte Anzahl von Gegner. Jetzt glaube ich 3 oder 5 oder so und ach, werden wir sehen. So. Also dann hier Kampfberichte. Da kommt noch einiges zu. Wir müssen zweimal Analyse bei Gegnerarten anwenden. Da kriegen wir eine Materie Autovita. Hm. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Wenn's mal wieder brennt, rufen wir dich. Bin echt froh, dass jetzt erstmal Ruhe ist. Die Auftragsdetails klärst du am besten mit den Klienten. Okay. Da haben wir schon einen. Gehen wir das mal hin. Was ist das? Verschwundene Freunde. Ja. Auftrag priorisieren. Hingehen. Sind die einzelnen Punkte, die 5 Punkte, naja, ja, alles abklappern. Wenn die voll sind, haben wir den Auftrag fertig. Du machst jeden Job. Die Monatszahlen der erlitten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlitten Bestien. Wollen wir, glaube ich, jetzt hier lang? Wieder hier? So ein bisschen kenne ich mich ja aus. Nanu? Zu weit, ne? Ja, zu weit. Wo sind sie? Kommt raus! Ach, was stecken die bloß? Ach, das, ja, ich weiß schon. Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Mm. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? 3 Stück also. Und was ist das, Leb? Gute. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, wo die waren. Ich habe sie natürlich gefunden, ja. Ist nicht so das Problem, aber. Erstmal finden. Was? Hm? Was? Was willst du? Hm? Nix? Okay. Wir haben jemanden in der Bürgerwehr, der die Katzen. Oh. Allergisch? Ich? Nicht. Man muss sich ja gut umgucken. Katzen zu beobachten macht mich wahnsinnig glücklich. Jetzt erzähl doch keinen Müll. Du bist eindeutig allergisch. Ich wüsste, wo die nochmal waren. Die sind das nicht. Die sind, glaube ich, weiß waren die. Mit einer Schleife, glaube ich. So ein Band. Um den Hals, glaube ich, war das. Ach ja. Die Katzen vermehren sich in letzter
Zeit wie die Kaninchen. Wir haben jemanden in der Bürgerwehr. Das Mädchen, das ihren Eltern in der Heimat immer Geld geschickt hat? Jemand will sie in einer... Solche Quests gibt es halt auch, solche Aufträge, dass man jetzt, wie jetzt in diesem Falle hier, Katzen suchen muss. Dann muss man nicht machen, denn alles sind natürlich Nebenaufgaben hier. Aber wäre gut, wenn man das machen würde. Hey, willst du ein paar aufs Maul oder was? Ja? Nanu? Das war eine. War das nicht gerade ein Maus? Da ist sie. Das klang ziemlich nah. Die erste Katze. Schöne blaue Augen. Das wäre Nummer 1. Schwunde Freunde. Ersten Punkt abgeklappert. Hier sind noch zwei. Wahrscheinlich für die anderen beiden Katzen. Abgeben. Alles voll. Oh, Moment. Und sie für eine Fabrik. Rattenplage. Und da sind die Kätzchen. Verschwundene Freunde. So, wollen wir mal weitergucken. Arbeite ich auf der Platte, aber heute gab's Sonderurlaub. Ich hab keine. Die können überall sein. Schnappen wir sie uns. Meine Schwester, die... Wer will die Motorräder denn? Irgend so ein Typ mit einem Stirnband. Aber ist doch egal. Da ist wieder siebter Himmel von Tiefer. Oh, Johnny ist so ein Hitzkopf. Ständig hört man den Stuss, wenn er besser die Klappe halten sollte. Tja, wo ist jetzt die nächste Katze? Oh, der Typ aus dem siebten Himmel? Siehst ganz schön verwegen aus. Ich weiß natürlich nicht mehr auswendig, wo die jetzt waren. Ich habe sie gefunden gehabt, ja, aber... mehr auch nicht. Er sieht auch, die Sams sind nicht so groß, aber reich. Sind ein bisschen verwinkelt. Ah, guck mal da, ist was. Augen auf beim Eierklauf. Zwei Supertränke. Oder wenn man so will, Heiltränke. War das nicht gerade ein Mounzen? Es klang ziemlich nah. Aber die Frage ist, wo ist die Katze? Wo ist sie denn? Katze-Klo. Ja, das macht die Katze froh. Ein besser. Mauzen. Ob das einer der Kater ist? Man kann nicht springen. Kann auch nicht jetzt hier rüber springen. Geht das nicht. Das war gerade ganz klar eine Katze. Kann auch nicht vorbei. Nach. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber war Nummer 2. Ist auch nicht so schwer, die zu finden. Aber man muss ein bisschen suchen. Seht ja selbst. Hm? So, da wäre es noch ein. Übrigens sieht man auch, dass ich auch einen gelben Material drin habe, von der Analyse. Kann immer die Farben sehen, an welchen Plätzen die sind. So, Moment, da waren wir doch. Ja, jetzt gehen wir da hoch. Hier. Eine fehlt noch. Eine Katze fehlt noch. Haben immerhin schon zwei gefunden. Oh, der Typ aus dem siebten Himmel? Siehst ganz schön verwegen aus. Was sieht von den Schokobo-Rennen? Von der PS1. Ach, da war aber nichts mehr. Kommen wir mit nicht weiter. Da oben waren wir ja. Ne, oben waren wir nicht. Ist aber, glaube ich, auch nichts, oder? Mal suchen, immer gucken. Hier ist keine Katze. Müssen wir später hin zu dem Typen. Zu ihm. Möchte ich jetzt noch nicht. Immer ein Auftrag nach dem anderen. Nicht alles durcheinander. Mache ich nicht so gerne. So, da war man genau. Gehen wir jetzt hier weiter. Genau. Was haben wir hier? Hm? Ja, hier ist glaube ich nichts. Nee, da müssen wir auch später hin. Ist was? Ist was?
Hereinspaziert, hereinspaziert? Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen in ganz Midgard. Wer im Kampf bestehen will, kommt an uns einfach nicht vorbei. Gut, günstig und nur solange der Vorrat reicht. Ja, mach ich mit dieser Musik jetzt hier Ende? Die dritte Katze suchen wir in der nächsten Folge. Hereinspaziert, könnt ihr ein bisschen Musik genießen. Wir haben alles, auch wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake. Ist gut jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schön mit Öl.